Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, beim letzten Mal habt ihr ja gesehen, dass ich ja diese Holzdinger, also Holzstücke geschnitten habe und alles. Und nun muss ich halt den Trecker haben, um das Ganze so ein bisschen auseinander zu rühren. Dafür könnte ich natürlich jetzt die Mistgabel nehmen, das wäre natürlich super, aber da steht dann alles voll. Das ist natürlich auch blöd in dem Moment, da habe ich auch keine Lust, das freizuräumen. Also nehme ich meine Zange, die ich beim letzten Mal schon euch vorgestellt habe und versucht damit die Holzstücke da auseinander zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob die Zange da ganz drum zukommt, wage ich zu bezweifeln. Aber und zur Not schieben wir es irgendwie so mit dem Frontlader. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, dann wollen wir mal gucken. Da ist das gute Stück. Na, dann habe ich Spinnenweben am Mikrofon, super. So oft wird er ja auch nicht gebraucht. So. Kupplung treten. Schlüssel ziehen. Sagen wir noch einige Jahre gleich, wenn er kalt ist, in die Fresse treten und bei Gas geben. Was soll das denn? Ich gebe noch einmal ganz kurz ein bisschen Gas. So. Und zwar, damit die Lichtmaschine anfängt zu arbeiten. Weil meine Ladekontrollleuchte leuchtet nämlich, wenn ich das nicht mache, die ganze Zeit. Und erst wenn die eine gewisse Drehzahl erreicht hat, die Lichtmaschine, dann fängt er an zu arbeiten. Warum das jetzt genauso ist, wusste ich auch schon mal, aber das habe ich irgendwie vergessen. Auf jeden Fall deswegen gebe ich am Anfang immer ein bisschen Gas, damit die Lichtmaschine läuft und die Batterie geladen wird, weil sonst wäre das nämlich blöd. Das ist immer dieses Gasgeben am Start, was ich da mal mache. Muss ich dann auch welche im Winter mal aufregen, warum ich dann mal Gas gebe, wenn es so kalt ist. Aber in Wirklichkeit, das klingt immer nur so brutal. In Wirklichkeit ist das, wie gesagt, nur ein kurzer Gasstoß. Ja, dann will ich mal meine Zange holen. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen.
Ja, das hat ja mal wunderbar geklappt, oder? Also die Zange ist echt Gold wert, tatsächlich. Selbst die dicken Stämme hätte ich nicht gedacht, dass er die damit so hochhebt. Das ist schon gut, auf jeden Fall. Ja, dann habe ich das alles so ein bisschen auseinandergerührt. Das heißt, ich kann jetzt überall beikommen zum Sägen. Und ja, das Prozedere kennt ihr ja. Sägen, hier die Schlitze reinschneiden, dann mit dem Hammer und Spaltkeil auseinandertreiben. Heute ist es Gott sei Dank nur 17 Grad warm, glaube ich. Richtig geil, da kann man ein bisschen was machen. Ja, das heißt, ich säge jetzt erstmal die ganzen Stücke wieder auf Taler und dann spalte ich das Ganze. Ja, so machen wir das. So, ich bin umgezogen, wie man sieht. Schnittschutzhose ist an. Nur ist allerdings richtiger, fast schon Sturm aufgekommen, also richtig fies. Mir ist gerade schon wieder sämtliche Kameras im Garten umgekippt, das ist total zum Kotzen. Gott sei Dank ist meinem Mikro, glaube ich, nichts passiert. Ist auch mega windig hier, aber ich glaube, dank des neuen Mikrofons müsste es eigentlich klappen. Hat man ja auch in dem Bootsmotor-Video gesehen, da war richtiger, heftiger Wind. Und das Einzige, was man am Rauschen hört, ist das Rasseln der Blätter. Das ist total geil gewesen. Naja, auf jeden Fall säge ich jetzt den Rest, sage ich mal, klein. Oh, solche fiesen Teile gibt es natürlich auch noch. Kriegen wir aber auch noch alle durchgesägt. Genau. Damit fangen wir jetzt erstmal an, würde ich sagen. Ne? So, dann habe ich alle erstmal angeschnitten zumindest. Also zum Beispiel den hier konnte ich jetzt ja so regeln. Aber er zum Beispiel, er ist glaube ich, ja, er muss auch nochmal angehoben werden und er da hinten sowieso. Das machen wir jetzt nochmal mit dem Trecker. Und dann kann ich den Rest quasi kaputt sägen und diese Herzstiche machen und dann können wir eigentlich schon wieder sägen und spalten.
So, das Zeug ist alles auf den Rücken gelegt. Teilweise echt störrisch gewesen. Zum Beispiel er hier, er hat ja echt ordentlich gequält, aber wir haben es auch hinbekommen. Ja, man muss immer nur aufpassen, dass man sich da keine Holzäste und irgendwelche Stücke in den Kühler rammt, weil dann hast du gar nichts verdient. Kann aber schnell passieren, dass das Holz dann umklappt und in den Kühler schwenkt. Das ist immer gefährlich. Aber naja, wenn man aufpasst, dann geht das eigentlich. Gut, das muss ich jetzt erstmal alles kaputt sägen. Ihn hier habe ich nicht so richtig auf den Rücken bekommen, aber dafür hängt er jetzt so ein bisschen in der Luft. Das heißt, ich kann jetzt von unten rankommen zum Sägen. Das mache ich jetzt erstmal und dann, ja, war es dann hier auch schon wieder fast für heute. Das Wetter in Ostfriesland ist echt unberechenbar, aber ich habe alles geschafft, soweit zumindest. Ich muss jetzt nur noch mal ihn hier durchspalten und ihn noch mal ein bisschen und dann haben wir es. Ja, das war ja ein sehr erfolgreicher Tag. Ich habe das kühle Wetter und das windige Wetter ausgenutzt zum Arbeiten, Gott sei Dank. Jetzt kommt mega Sturm auf. Ich hoffe mal, das gibt es auch ordentlich Regen, weil auch bei uns ist alles trocken. Ne? Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Abonnieren wäre geil und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss!